Moin Leute, der Schwester hier und yo, weiter geht's. Smaragd waren wir stehen geblieben in der Arena und ich guck mal, ja, alles auf Kadabra, der macht das schon. So, Raum der Erholung steht auf dem Schild, möchtest du die Tür öffnen? Öffnen, ja. Wollen wir und wow, ich bin wohl doch schon bald, bald beim Arena-Leiter. Ja, und okay, fail. Ein Moment, Leute. Hä? Es sollte doch jetzt Speed an sein. Wieso ist denn trotzdem so langsam? Na, okay, jetzt. Ja, und Leute, ich werde immer noch versuchen, mit Kadabra alles so das hinzubekommen. Und oh, verdammt. Naja, hier können wir schon mal bei Bummels testen. Fuck. Zu schnell gedrückt. Vielleicht sollte ich mal die Attacken irgendwie switchen. Und damit meine ich, wo die liegen. Dass Genesung mal irgendwie nach unten links kommt. Psychokinese woanders hin und ach egal. Bummels überlebt unseren Psystrahl nicht. Ja, und ich hoffe, dass es immer noch weiterhin geht mit Kadabra. Level 39. Und das hören wir doch gerne, dass er Spezialangriff plus 3, 3 bekommt. Jo, wir haben Nils besiegt. Ass-Trainer war das, glaube ich. Und das hier kann dann nur der Raum des Arena-Leiters sein. Nee, doch nicht. K.O.-Trefferraum? Nö. Na, 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 na. Wir wollen natürlich jeden Raum machen. Und dann gehen wir mal hier rein. Raum der Verteidigung. Und hier sind komischerweise wieder zwei Türen, ne? Ist richtig, ist richtig. Wo kommt die denn her? Okay. Ich hoffe, dass man diese kleinen, aber scheiß Lecks nicht sieht im Video. Ja, mein PC verkraftet jetzt noch nicht mal mehr das hier, oh Gott. Okay, Knuddelluft, da wird's dann schon ein wenig schwerer. Da habe ich sie ja jetzt mit Absicht gemacht. Und denk mal, ich dachte es mir, jetzt muss ich Genesung einsetzen. Das zieht rein. What the Halle, fick dich. Weg. So. Kadabra wurde gebasht. Okay, dann bleibt uns ja auch nur noch Green. Aber mit dem wird das auch einfach. Juhu, er ist gleich Level 33. Und da ich denke, Sea macht das alles. Kugelsaat. Oh. Not good. Nein, überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Risikotackle. Geh sterben, du Mistding. What the. Okay, jetzt kann ich nur noch eins machen. Ja, okay, Absorber, das bringt es jetzt überhaupt nicht. Okay, yay, Leute, ich krieg bestimmt ein KP. Haha, doch so viele. Wie geil, das hat ja richtig was gezogen und oh. Ey, geh weg, wehe, wehe. Dumm. Ey, langsam habe ich das Gefühl, Sea trifft überhaupt nicht mehr. Hallo? Oh, jetzt fail ich hier wirklich. Oh, nee, ne, streng dich an, Schweibers. Das wäre jetzt der Oberhammer gewesen, wenn sie ja nicht getroffen hätte. Das wäre denn richtig scheiße gewesen. So, Schweibers kriegt mal wieder die ganzen EP. Und, verdammt. Ja, wir sehen uns hier gleich wieder im Raum der Verteidigung. Ja, kurz heilen. Ja, bis gleich. So, wieder da mit geheilten Pokémon. Und ja, wir waren bei der Raum der Verteidigung. Und gucken mal, was es hier gibt. K.O.-Trefferraum, Moment. Hier ist der K.O.-Trefferraum. Oh, hier war ich doch noch nicht. Dann gehe ich da mal hin. Und ja, der Junge hat wohl einige Probleme, wenn er meint, hier mit K.O.-Treffern zu kommen. Das gibt's schon mal gar nicht. Welches Pokémon soll es bitte sein? Muntier. Genau. Muntier hat ja auch gerade eine K.O.-Treffer-Attacke, ne? Psystrahl. Ich wollte mich diesen Part ja jetzt nicht so wirklich. Oh, es sieht sehr, 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 sehr schlecht aus für den Orden. Ich wollte mich ja nicht so an Norman ranwagen, aber ich werde es jetzt wahrscheinlich doch gleich tun. Und nochmal. Psystrahl, das war einfach ein schlechter von Kadabra. Komm, jetzt ist es besiegt. Kadabra, Kadabra. Jetzt aber. Unser Vorteil liegt immer noch. Na okay, overleveled. Ist jetzt irgendwie, naja, und wenn, dann muss das sein. Kadabra hat keine Death, das ist eh scheiße, aber
nicht overlevelt, aber schön Spezialangriff und Kadabra kann da einiges reinhauen und Arena-Leiter. Nee, die Tür wollen wir noch nicht öffnen. Das ist es ja. Wir gehen in den Raum, der hier nochmal war. Raum der Stärke steht auf dem Schild. Ja. Die Tür will ich doch mal öffnen. Und, gegen die haben wir noch nicht gekämpft. Unser Arena-Leiter, ja. Mein Vater ist der Arena-Leiter. Und zwar Norman. Norman heißt er. Der Arena-Leiter. Sengo. Böse. Sengo ist stark. Aber soweit ich weiß, haut der ohne Dings da doch nichts raus. Ohne normale Attacken. Jetzt kommt's. Psychokinese muss locker reichen. So, und bevor wir durch die Tür gehen, Kadabra ist ja wieder ein bisschen angeschwächt und Genesung und so. Kann ich ja jetzt nicht machen. Ja, wir sehen uns gleich bei Norman. Ich werde ihn das erste Mal versuchen, aber nein, ich will nicht die Tür öffnen. Erstmal muss ich heilen. Bis gleich, beim Arena-Leiter. La 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 la. Richtig, Leute, bei Norman. Und jetzt wird's hart. Du besitzt vier Orden. Fein, wie versprochen, werden wir nun einen Pokémon-Kampf anfechten. Juicy versus Norman. Also los geht's, Leute. Und ich habe ein kleines Problem. Naja, was heißt mit der Nase? Ja, ich bin ein wenig erkältet. Also wundert euch nicht, wenn sich das jetzt irgendwie nicht so toll anhört. Pandia 27. Er hätte ja wohl nicht schlimmer anfangen können für uns. Wir hoffen, dass Psychokinese was zieht. Ja. Sehr gut besiegt. Weiter geht's. Sein Mund hier. Da schicken wir mal Schwalbus rein. Brauchen wir eh nicht, aber ich will noch mal was gucken. Oh Gott, er hat noch drei Pokémon. Leute, das wird crazy. Flügelschlag. Kabusch, komm. Mund hier ist 27. Na gut, das schlitzt unser Schwalbus weg, auf jeden Fall. Aber ich kann es ja schon mal ein bisschen anschwächen. So, das ist gut. Dann werde ich jetzt mit Dings kommen. Kadabra, und der wird's auf jeden Fall bashen. Auf jeden. Und zwar mit... Ich weiß nicht, wenn Letarkin kommt, bin ich so am Arsch. Also Psychokinese werde ich doch erstmal einsetzen. Ja, ist besiegt. So, und ich glaube jetzt... Oh, Leute, nein. Er kommt. Und zwar mit seinem 31er Letarkin, okay. Leute, das wird jetzt hart, sehr. Und ich kann nur eins hoffen. Fassade. Gena! Okay, wir werden dann schlafen, er wird faulenzen. Also theoretisch müsste Psychokinese. Wie viel zieht das? Mit Psychokinese kommen. Oh, gut, das ist trotzdem gut. Er faulenzt, wir schlafen. Nee. Keine KP. Nein, du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch, ey. Psychoal, setz Fassade ein. Fassade, ja. Das wird ihr wenig. Leute. Nein, und mein Siegeszug scheitert. Ich hab's gesagt, Kadabra, keinerlei Def und so. Und komm, Seher muss doch was reinhauen. Nein, Laubklinge, Green, komm, bitte. Ey, verarsche. Verarsche ist das! Auf die Zeit gucken. Nein, wird es sein wie bei... Bei welchem Arena-Leiter war das? Bei Walter war es noch schlimmer. Hä, aber Fluffy, habe ich Fluffy ja sofort geschafft, ja, ne? Nein, wie soll ich den packen? Scheiße, Letarkin. Ich beleb mein Kadabra nicht wieder. Komm, Green! Du bist mein Starter, Mensch. Du schaffst das, Gena. Okay, jetzt sind wir natürlich nicht mehr so dumm. Jetzt machen wir es nämlich so, obwohl, Green, wenn ich jetzt beleb, ich greife lieber nochmal an, Mensch. Das ist viel schlauer. Angreifen. Ja, und jetzt faulenz, jetzt schlafen wir. Ja. Leute, ich hab noch eine Chance. Wehe. Ey, nee. Jetzt mach mir keinen Strich durch die Rechnung. Ich muss doch irgendwo einen gefunden haben. Hohoho. Kein Beleber, ey. Nee. Hoho. Scheiße, Leute. Scheiße. Das ging mal richtig in die Hose. Green. Ein Hypertrank, ey, das ist... Das meinst du nicht ernst. Laubklinge. Verarsche, Digga.
Nein. Norman, du willst mich verarschen. Du willst mich so etwas von verarschen. Laubklinge. Ich dachte es mir im Hintergrund, wär's für Green überhaupt nicht so schlecht gewesen, aber oh, Kugelsaat, wie viel zieht das? Kann das mehr ziehen als Laubklinge? Mal sehen, zweimal. Naja, Jo Leute, ich hab ein, ja, nicht ihr, sondern ich hab ein Riesenproblem. Green. Ey, war, das gibt es nicht. Fassade. Scheiße. Leute, der Kampf ist für mich gelaufen. Wie soll ich, was soll ich jetzt, was soll ich machen? Ja, Fassade besiegt Green und, ja Leute, der erste Fail bei Norman. Björnstuhl Junior und, oh Gott, oh Gott. Ach, was soll ich machen? Kopfnuss. Ach komm, Norman, mal, jetzt lass es uns hinter uns bringen. Komm, bash mich, Junge, jetzt mach. Finte, und das war's gewesen mit Norman. Ich bezahle dir aber kein Preisgeld, mein Freund. Nee, nee. Wehe. Ey, komm, ich will mein Geld behalten. So. Leute, das war schon mal Fail. Okay, dann machen wir mal weiter. Willkommen. Und das kann doch nicht sein, dass ich überhaupt nichts hab. Oh, nee, ne, hier kriege ich keine Beleber, ey. Du willst mich nicht verarschen? Okay, Trank. Oh, Leute. Das ist jetzt ätzend. Das ist wirklich ätzend. Und wow, noch 3 Minuten 30. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Part mal kräftig nach hinten losgeht. Und zwar, indem ich jetzt wieder fail. Komm, Kadabra. Ich hab ja jetzt, jetzt habe ich eine gute Taktik. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, und Norman, ich will eine Revenge. Nein. Heißt das überhaupt Rache? Ja, ich möchte einen erneuten Fight. Komm. Battle. Wo bist du denn? Ach hier, Arenaleiter. Okay, Norman, Runde 2, das eben ging an dich. Jetzt mach ich dir es nicht so leicht. Okay, wir müssen nachdenken. Also ich habe eine gute Strategie, ob sie aufgeht, weiß ich nicht. Den Anfang bash ich, aber ich weiß nicht, Psychokinese. Doch, er hat ja ein Pandya. Okay, das hau ich erstmal weg. Und wenn sein Lethargien kommt, dann habe ich auch schon eine gute Taktik, um es zu besiegen. Nochmal, Leute, Psychokinese. Diesmal muss es gehen. Und wenn, ich weiß nicht, hat er danach nicht echt noch ein stärkeres Lethargien auf 36 oder so? Oder war er doch nur so schwach? Dann schöpfe ich Mut. Dann habe ich nämlich noch ein Problem mit dem 7. Orden. Da brauche ich dann Wasser-Pokémon. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Das hier ist ja jetzt der 5. So, immerhin halt. What? Ich hab mich nicht verlesen, oder? Er holt jetzt schon den Lethargien. Okay. Ich glaube, du willst es schnell beenden, mein Freund. Sehr. Wir fangen so an, so wie eben, glaube ich. Also erstmal sehr. Oh, dieser fucking Fassad. Warum basht er uns? Warum zieht der uns mit einmal so ab, ey? Nee. Kadabra, ey, ich hab keinen Beleber. Das fehlt noch, ey, Laubklinge. Und da sehe ja eh kaum was ziehen wird. Weiter, Laubklinge. Leute, und ich sehe schon kommen an der Zeit, ey. Der Part, hallo, das ist einfach scheiße. Gena, ey, was soll ich machen? Wurde von sehr getroffen. Ganz toll. Jetzt mache ich Laubklinge. Es zieht überhaupt nichts. Nee, 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 nee. Ey, wenn das jetzt ein Volltreffer wäre. What the, ja. An dieser. Verdammt. Scheiße. Die hat man auch ins Gehirn geschissen, Lethargien, ganz ehrlich. So, an dieser Stelle beende ich das Ganze mal, da ich eh gerade auseinandergenommen werde. So, die Zeit lasse ich jetzt laufen. Ich habe keine Lust, da immer nachzugucken. Und irgendwann drehe ich wieder über 15 Minuten und dann heule ich ganz viel. Nein. Ja, Leute, das war's dann mal wieder mit dieser, also mit Norman. Ich fail ganz kläglich. Ich scheitere einfach nur. Ich weiß auch, woran es liegt. Bis nächsten Part werde ich trainieren, Leute. Ihr könnt mir glauben, ja. Wir sehen uns nächsten Part, wenn ich Norman endlich schaffe. Und ja. Freut euch denn schon mal auf nächstes Mal, hoffe ich. Und hallo, kann der uns jetzt endlich auseinandernehmen? Oh mein Gott, eine Fassade. Ja, okay, egal. Ich werde Norman nicht packen. Wir sehen uns nächstes Mal. Ja, ich bin der Schluss, ich bin raus. Danke, dass ihr zugesehen habt.